Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und grüß Gott bei TV Allgäu Nachrichten. Unser Themenüberblick. Helden des Alltags. Kuratorium zeichnet 7 Allgäuer für ihre Zivilcourage aus. Wo sind all die Schiris hin? Fußballschiedsrichter inzwischen Mangelware. Und kleines, großes Talent mit Stift und Pinsel. 8-Jährige aus dem Westallgäu eröffnet eigene Kunstausstellung. Ein Kabelbrand in der Nacht, ein Überfall auf offener Straße, ein Sturz in ein reißendes Gewässer. Situationen, die genauso gefürchtet wie realistisch sind, denn unerwartet kann schließlich jeder von uns in Not geraten. Wenn dann Fremde beherzt eingreifen und Schlimmeres verhindern, kann man sich glücklich schätzen. 7 Bürger, die Zivilcourage gezeigt haben, wurden jetzt für ihre guten Taten vom Kuratorium Sicheres Allgäu in Kempten ausgezeichnet. Hinsehen und helfen. Darum ging es gestern Abend beim Kuratorium Sicheres Allgäu, KSA, in Kempten. Im Autohaus Allgäu wurden Menschen für ihr couragiertes Eingreifen ausgezeichnet. Ja, die Grundidee haben wir ja aus Radlberg abgeschaut und aus Tirol. Da hat man so ein Kuratorium schon, wir waren ja dort auch eingeladen, haben uns das genau angeschaut und gesagt, das ist das Wichtige für das Allgäu. Und so haben wir zunächst das Kuratorium geschaffen und das war einfach wichtig, dass man miteinander erkannt haben, Menschen, die besondere Zivilcourage zeigen und mutig sind, dann auch für ihre Leistungen und für Mut auszuzeichnen. Alle 7 Allgäuer hatten geholfen, Leben zu retten oder eine Straftat aufzudecken. Ein in die Ach gefallener Mann wurde in Lindau so von einem Passanten gerettet. In Oberstdorf entdeckte eine Zeitungsausträgerin Rauch und alarmierte die Hausbewohner. Genauso zeigten in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen Bürger viel Einsatz, wenn es darum ging, ein Verbrechen aufzudecken. Ja, das ist natürlich schwierig und uns ist bewusst, dass es viele vergleichbare, ähnliche, vielleicht sogar bessere Fälle als die heute ausgezeichneten gibt. Aber wir wollen ja das Thema Zivilcourage in den Mittelpunkt stellen und dazu können wir nur exemplarisch eine Handvoll Fälle auswählen. Den Gemeinsinn und die Mitverantwortung der Bevölkerung im Allgäu zu fördern, dafür macht sich der Verein seit 9 Jahren stark. Seitdem Präsident der Oberallgäuer Landrat Gebhard Kaiser. Ihn löst jetzt sein Lindauer Amtskollege ab. Die Ziele des Vereins sollen aber genauso weiterverfolgt werden. Wir wollen auch die Bürger immer wieder darauf ansprechen und sagen, Sicherheit ist unser gemeinsames Thema. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Das sind oft Kleinigkeiten, wenn jemand an der Kasse im Supermarkt vordrängelt oder wenn einer sich im Bus daneben benimmt und möglicherweise ältere Fahrgäste belästigt. Das ist wichtig, dass man nicht wegschaut, sondern hinschaut und einschreitet. Und da wollen wir Sensibilität dafür schaffen. Außerdem soll auch der Partypass in Zukunft noch bekannter gemacht werden. Der wurde dieses Jahr für Jugendliche eingeführt. Bei öffentlichen Feiern können sie den Pass anstelle des Personalausweises abgeben. Und weil bei Werbung auch viel über Mundpropaganda geht, gab es gestern Abend schon einmal ein XXL-Exemplar für den scheidenden Präsidenten. Zu einem Fußballspiel gehört neben einem entsprechenden Platz, Ball und 2 Mannschaften vor allem noch eins, ein Schiedsrichter. Doch die sind derzeit Mangelware. Allein im Allgäu müssen jedes Wochenende 20 bis 30 Spiele ohne echten Schiedsrichter stattfinden, im Schnitt fast jede 10. Partie. Am Rande der Übergabe des frisch sanierten Fußballplatzes an den SV 29 Kempten konnten wir mit dem zuständigen Allgäuer Kreisspielleiter genauer darüber sprechen. Gute Stimmung bei Verein und Stadt. Der neue Kunstrasenbelag des SV 29 Kempten konnte übergeben werden. Die Damen des Bezirksoberligisten trainieren inzwischen auch schon darauf. Wenn sie am Wochenende zu einem Punktspiel antreten, dann können sie sich sicher sein, dass ein Schiedsrichter ihr Spiel pfeift. Doch das ist speziell in den unteren Ligen nicht immer der Fall. Wir mussten was unternehmen, weil wir die letzten Wochen häufig viele Spiele nicht mehr mit Schiedsrichter belegen konnten. Und damit wir keine Wettbewerbsverzerrung kriegen, haben wir uns irgendeine Lösung finden müssen, damit wir wieder einheitlich im ganzen Allgäu, Kreis Allgäu wieder verfahren. Die vorläufige Lösung, Spiele der B-, C- und D-Jugend in den untersten Klassen sowie Reserverunden, in denen es keine Möglichkeit zum Auf- oder Abstieg gibt, werden nicht mehr mit offiziellen Schiedsrichtern besetzt. Hier muss jetzt die Heimmannschaft jemanden aus den eigenen Reihen stellen, beispielsweise Betreuer oder Ersatzspieler. Wir haben einige Schiedsrichter,
die am Wochenende 2, 3 Spiele leiten. Das wären zwar immer weniger, die dazu bereit sind. Wenn jede Gruppe, wir haben also im Kreis Allgäu 4 Schiedsrichtergruppen, und wenn da jede Gruppe vielleicht 20 Schiedsrichter mehr hätte, wird es uns vielleicht schon besser gehen. Das Problem ist, dass etwa 1,5 Generationen an Schiedsrichtern derzeit fehlen. Uns fehlen Schiedsrichter im Alter von 25 bis 40 Jahren. In dieser Altersklasse haben wir fast gar keine. Weil früher war es so, wenn ein Spieler mit 30 Jahren aufgehört hat, hat er gesagt, ach, ich bin Fußball interessiert, ich pfeife vielleicht noch mal 5 oder 10 Jahre. Und in dieser Altersklasse haben wir gleich gar nichts mehr. Wir kriegen also zurzeit nur noch 14, 15-Jährige zur Ausbildung. Und das ist für uns problematisch, weil diese Buben zum Teil selber noch Fußball spielen. Also können wir es in den Jugendgruppen gar nicht einsetzen, weil sie da selber Spiele haben. Und für den Herrenbereich sind sie noch nicht so weit, dass sie da spielen. Ein weiteres Problem ist zum Teil auch das Verhalten von Zuschauern und Trainern. Die Toleranz bei Fehlern der Unparteiischen ist oft sehr klein. Wenn wir so 14-, 15-Jährige ausbilden, die machen einfach Fehler. Es machen auch ausgebildete Schiedsrichter noch Fehler, das sehen wir ja auch in der Bundesliga. Und nicht immer dürfen halt die Vereine den Fehler beim Schiedsrichter suchen. Die spielen vielleicht Jahrzehnte in der untersten Klasse, aber wenn das Spiel verloren ist, ist immer der Schiedsrichter, nicht der Spieler, der vielleicht 5-mal das Tor getroffen hat. Und da würde ich schon manchmal an die Vereinsvertreter, Trainer appellieren, ein bisschen weniger Ehrgeiz zu entwickeln und nicht nur den Fehler beim Schiedsrichter suchen. Falsch wäre es aber auch, die Schuld nur bei anderen zu suchen. Die weniger werdende Zahl an Schiedsrichtern hängt wohl auch mit den vielen Alternativen zum Fußball zusammen. Früher, die haben ein dickeres Fell gehabt, aber heutzutage ist das Freizeitangebot so groß, dass sich mancher Junge sagt, warum soll ich mich da jedes Wochenende beschimpfen lassen? Es gibt viele schönere Hobby, wo ich mehr Freude dran habe, und hören dann auf. Was auch ein großes Problem ist, ist heutzutage die Berufsausbildung, Studium. Wenn wir Leute haben, wir uns ja dann einmal wirklich so weit wären, dann kommen sie weg zum Studium, müssen studieren anfangen, verlieren wir auch wieder. Und da verlieren wir auch sehr viele Leute. Probleme, die nicht nur auf das Allgäu beschränkt sind, sondern mit denen sich die gesamte Fußballfamilie derzeit beschäftigen muss. Etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich, am häufigsten in den Bereichen Kinder und Jugendliche, Lokales und Kirche. Ein direkter Lohn ist da naturgemäß nicht zu erwarten, aber manchmal gibt's für ehrenamtliches Engagement eben doch eine Belohnung, so wie die Goldene Nessel, eine Ehrenauszeichnung aus Nesselwang. Jedes Jahr beim Neujahrsempfang wird sie vergeben, an Einzelpersonen, Gruppen oder an Projekte. Jetzt sind die Nesselwanger wieder aufgerufen, entsprechende Vorschläge zu machen und ihre Anwärter für die Goldene Nessel mit schriftlicher Begründung bei der Gemeinde vorzuschlagen. Bis Ende November sollten alle Bewerbungen vorliegen. Sie werden dann der 7-köpfigen Jury vorgelegt. Letztes Jahr bekamen übrigens 2 Männer die Goldene Nessel, die sich tatkräftig für die Nesselwanger Wanderwege eingesetzt haben. Und gleich bei uns: Raubüberfall auf Memminger Verbrauchermarkt. Der Täter ist seit gestern Abend auf der Flucht. In den Meldungen des Tages. Druckprüfung, TV-Untersuchung, Kanalsanierung. Wir prüfen Ihre Abwasserleitungen. Dorf, immer eine saubere Lösung. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht verraten, aus welchem Material diese Mütze ist? Sehen Sie nicht das, was zu tun habe? Einkaufen mit freundlicher und kompetenter Beratung gefällig? Die UA-Partner. 9 starke Partner freuen sich auf Ihren Besuch. Mit dabei Trachten Schaber, Möbel Lederle, T&M Sport und Optik Kössel. Im Skiparadies Grasgere haben wir für kleine und große Gäste alles perfekt für kommende Wintersaison vorbereitet. Rüsten Sie Ihr Haus für die Zukunft. Ob Altbausanierung, Solartechnik, Heizung oder Wärmedämmung. Bei EZA erhalten Sie Antworten auf Energiefragen. Kommen Sie zu den Veranstaltungen von EZA. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Bau, Sanierung und Energie. Ziegel vom Ziegelwerk Klosterbeuren. Zukunft seit Jahrhunderten. Integrierte Dämmung geschützt im Ziegel, natürlich und ökologisch. Das ist der neue MZ7. Der MZ7. Die erste Wahl für Ihr Wohlfühlhaus. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode. Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen.
Hier lässt es sich leben. Allgäu-Pflege. Ob betreutes Wohnen oder die individuelle Pflege unserer Bewohner. Wir werden höchsten Ansprüchen gerecht. In familiären Wohngruppen schaffen wir eine einmalige Wohlfühlatmosphäre und ermöglichen Ihnen ein selbstbestimmtes Leben. Allgäu-Pflege. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 6. November 2012. Ein Verbrauchermarkt in Memmingen ist gestern Abend ausgeraubt worden. Eine Kassiererin erlitt bei dem Überfall einen Schock. Laut Polizei hatte sich der Täter dem Kassenbereich genähert, vermeintlich um zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, stieß der Mann sie zur Seite und griff in das Fach. Er erbeutete einen vierstelligen Betrag und flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat blaue Augen. Er war mit einem Kapuzenpulli bekleidet und hatte eine silbergraue Jacke mit roten Streifen an. Hinweise nimmt die Polizei in Memmingen entgegen unter der Telefonnummer 08331 1000. Wegen Vergewaltigung über Jahre hinweg steht ein 45-jähriger Familienvater seit heute in Kempten vor Gericht. Er soll seine älteste Tochter zwischen 2006 und 2011 immer wieder zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Das Mädchen war 12 Jahre alt, als sich der Mann das erste Mal an ihr verging. Mit zunehmendem Alter versuchte das Mädchen, sich zu wehren. Daraufhin soll der 45-Jährige sein Kind auch geschlagen haben. Die Mutter des Mädchens war zum Zeitpunkt der Taten bereits von ihrem Mann geschieden. Zwei jüngere Töchter lebten nach der Scheidung bei der Mutter, die älteste Tochter beim Vater. Die Mutter sagte vor Gericht aus, dass auch sie von ihrem damaligen Ehemann mehrfach misshandelt und vergewaltigt worden sei. Dem Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, die Haustiere seiner Tochter misshandelt zu haben, um sie gefügig zu machen. Der Mann schweigt bisher zu den Vorwürfen. Ein mit Ziegeln beladener LKW ist heute auf der A96 umgekippt. Der Unfall ereignete sich zwischen Aitrach und Eichstätten und sorgte für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn. Aus noch ungeklärter Ursache war der Lastwagen von der Straße abgekommen. Als der 30-jährige Fahrer gegensteuerte, kippte das LKW-Gespann um. Die geladenen Ziegel verteilten sich auf der Fahrbahn. Für die Aufräumarbeiten musste die A96 mehrere Stunden in Richtung Lindau komplett gesperrt werden. Der Fahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 80.000 Euro. Die Brandursache für den Dachstuhlbrand in Bad Grönenbach scheint geklärt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Entsprechende Hinweise hätten sie auf dem Dachboden im Bereich der Stromkabel gefunden. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung liegt laut Polizei nicht vor. Wie berichtet, hatte der Dachboden des Zweifamilienhauses Samstag früh gebrannt. Er wurde dabei komplett zerstört. Der Gesamtschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die künftige Zusammenarbeit des Kommunalunternehmens Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren ist einen Schritt weiter. Mit 35-15 Stimmen hat der Kreistag einen entsprechenden Vertrag mit Kaufbeuren sowie eine Satzung für das Kommunalunternehmen gebilligt. Demnach braucht es eine Ostallgäuer Mehrheit, wenn Krankenhäuser im Landkreis umstrukturiert oder geschlossen werden sollen. Des Weiteren wurde eine Defizitdeckelung für die Anteile der Stadt Kaufbeuren eingeführt. Wie Investitionen und Kosten aus alten Beschlüssen ins Defizit einfließen, das muss noch geklärt werden. Bereits vor 2 Wochen hatte die Stadt Kaufbeuren einen vergleichbaren Beschluss gefasst. Sowohl Kaufbeuren als auch der Landkreis Ostallgäu folgen damit einer Vereinbarung des Verwaltungsrats, die im Juni getroffen wurde. Sie ist als Friede von Blonhofen bekannt geworden. Am Rande der Sitzung des Ostallgäuer Kreistags wurde außerdem bekannt, dass es möglicherweise einen Wechsel im Klinikvorstand geben könnte. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Die nächste Sitzung des Verwaltungsrats ist Donnerstagnachmittag. Sie ist nicht öffentlich. Im Unterallgäu ist die Einwohnerzahl leicht gestiegen. Entsprechende Daten hat das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung jetzt veröffentlicht.
Zum Stichtag Ende Juni lebten im Unterallgäu genau 136.057 Menschen. Sie verteilten sich auf 52 Gemeinden im Landkreis. Damit ist die Einwohnerzahl im Vergleich zum Dezember 2011 um 321 Personen gestiegen. Die meisten Unterallgäuer leben in Bad Wörishofen und Mindelheim, die wenigsten in Böen und Pless. Am Bernhard-Striegel-Gymnasium in Memmingen können sich Schüler und Schülerinnen der 7. Jahrgangsstufe seit diesem Schuljahr über ein Zusatzangebot freuen. Unter dem Titel Ingenieure für Deutschland stehen Physik- und Chemie-Experimentierkästen zur Verfügung, mit denen die Schüler naturwissenschaftliche Experimente selbstständig durchführen können. Die Idee dazu kam aus der Schule, Unterstützung gab es von der IHK und 17 ansässigen Unternehmen. Die haben das Projekt finanziert. Das Interesse war sehr groß. Die Unternehmen, die insbesondere die natürlich im technischen Bereich tätig sind, waren natürlich sehr interessiert von dem Gedanken, von der Idee, den Nachwuchs an Ingenieuren zu fördern und durch ein Projekt wie das Projekt Ingenieure für Deutschland dafür zumindest ein bisschen beizutragen, dass vielleicht der ein oder andere den technischen Weg, die technische Ausbildung beschreitet. Das Projekt Ingenieure für Deutschland soll vor allem unentschlossene Jugendliche näher an Naturwissenschaften heranführen. Das Allgäuer Überlandwerk ist für den Querdenker Award 2012 nominiert. Es tritt in der Kategorie Vordenker als einer von 5 Finalisten an. Das AÜW wurde wegen seines Projektes IRENE, Integration regenerative Energien und Elektromobilität, sowie seiner Beteiligungsmodelle am Solarpark Ursulasried ausgewählt. Querdenker ist ein Internetclub für Ideen, Kreativität und Innovation und gehört zu den größten Wirtschaftsvereinigungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gewinner werden von einer Jury und aus einer Abstimmung der gesamten Querdenker-Gemeinschaft gewählt. Die Sieger der insgesamt 6 Kategorien werden am 16. November in München bekannt gegeben. Soweit unsere Kurznachrichten. Wir schauen aufs Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck. Ein Haus voller Wohnideen. Die Nacht auf Mittwoch ist bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im Oberallgäu und 5 Grad am Bodensee. Der Mittwochvormittag wird wechselhaft. Am Bodensee und im Flachland regnet es. Am Alpenrand bleibt es aber trocken. Der Nachmittag ist überall trocken mit etwas Sonne. Das Thermometer steigt auf maximal 7 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. Auch der Freitag ist mild mit etwas Nebel. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Am Samstag wechseln sich Sonne, Wolken und Regen ab. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Erinnern Sie sich noch, was Sie im Alter von 8 Jahren gemacht haben? Vermutlich keine Kunstausstellung eröffnet. Doch genau das macht die Heimkirchnerin Abetare Berila. Die Grundschülerin malt bereits seit ihren Kindergartentagen auf hohem Niveau. Am liebsten zeichnet sie Porträts von Personen, die sie aus dem Fernsehen oder aus Büchern kennt. 45 ihrer besten Werke werden jetzt sogar ausgestellt. Und wir haben sie beim Entstehungsprozess ihrer Bilder mal begleitet. Wenn sich die 8-jährige Abetare an ihren Schreibtisch setzt, holt sie wie viele andere Mädchen in ihrem Alter gerne ihre Malsachen heraus. Doch wenn sie den Stift aufs Papier setzt, entstehen meist weder Blumenwiesen noch Pferdebilder. Porträts, die male ich am allerliebsten. Die sind für mich einfach ganz leicht. Porträts ganz leicht? Gerade das Zeichnen von Gesichtern ist wohl für die meisten von uns eine eher knifflige Angelegenheit. Doch für Abetare kein Problem. 3 Stunden und mehr sitzt die Grundschülerin täglich an ihrem Schreibtisch und zeichnet konzentriert. Sie habe bereits in frühesten Kindheitstagen ein ganz besonderes Talent zum Zeichnen gezeigt, erinnert sich ihre Mutter. Also ich habe viele Künstler dann gefragt und viele haben gesagt, dass jedes Kind malt gern und müssen sie noch ein bisschen warten, dann sehen sie später. Doch auch später verlor Abetare nie die Lust am Zeichnen. Im Gegenteil. Besser und besser brachte das Mädchen seine Werke aufs Papier. Und dank der Unterstützung ihrer Eltern wird ihr Talent immer weiter gefördert. So besucht sie oft mit ihrer Mutter Ausstellungen und lässt sich Tipps von professionellen Künstlern geben. Sie macht auch ab und zu so Kurse. Wenn ich höre, dass sie in der Nähe ein Kurs ist, dann schicke ich und sie geht gerne.
Und da merke ich, dass ich noch mehr also kann und lerne. Doch über Kinderkurse ist die Grundschülerin längst hinaus. Sie nimmt inzwischen an Kursen für Erwachsene teil. Nicht ganz einfach für die Achtjährige. Die haben eigentlich gedacht, meine Mama malt, aber dann hat der Künstler mich vorgestellt und dann wussten alle, dass ich malt. Also es war auch ein bisschen peinlich, weil alle waren ja groß, ich war das einzigste Kind. Abetare ist wohl auch das einzige Kind in Heimenkirch mit einer eigenen Kunstausstellung. Die wird am Freitag, den 16. November, eröffnet und zeigt ganze 45 Werke der jungen Künstlerin. Die Idee dazu hatte ihre Mutter. Diese Bilder, was hat sie gemalt? Seit drei, vier Jahren. Dann habe ich gedacht, es ist schade, dass nur ich selber sehe und so. Ich wollte gerne, dass die anderen Leute auch sehen, was hat sie gemacht. Ihre komplette Schule sowie zwei Kindergärten haben sich schon als Besucher für die Ausstellung angemeldet. Kein Wunder also, dass Abetare und ihre Familie stolz sind auf die Arbeit der kleinen Künstlerin. Die will am liebsten nie wieder etwas anderes machen als zeichnen. Ich will einfach nur Künstlerin werden, da verdient man ja auch viel Geld. Doch noch sind diese Pläne Zukunftsmusik. Und wenn Abetare mal wieder zu viel Zeit mit der Kunst verbringt, erinnert sie ihr kleiner Bruder gerne daran, dass achtjährige Mädchen nicht immer nur zeichnen sollen, sondern auch spielen dürfen. Ja, falls Sie jetzt Lust bekommen haben, die Werke der kleinen Künstlerin zu sehen, dann sollten Sie am Freitag, den 16. November, nach Heimenkirch kommen. Dort wird um 18 Uhr die Ausstellung von Abetare Berila im Paul-Beck-Haus eröffnet. Wilpoltsried hat 2570 Einwohner, Fischen 3033. Im Landkreis Oberallgäu übernachten jährlich 8 Millionen Gäste und Burgberg im Allgäu wurde erstmals 1140 erwähnt. Woher ich das jetzt alles weiß? Wegen dieses kleinen Schächtelchens. Was drin ist, erfahren Sie gleich. Strom von Kessler zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wechseln Sie jetzt. Wir erledigen das für Sie. Gratis und zuverlässig. Kessler, Energie für das Allgäu. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Lange Entscheidungswege kann ich mir nicht leisten. Wir finden es schön, wenn man uns beim Namen nennt. Unser Haus steht auf einem sicheren Grundstock. Für mich zählt der direkte Draht. Flexibilität. Kompetenz. Persönlichkeit. Verantwortung. Sanita Bank. So privat wie das Leben. Sie wollten schon immer einen Mac? Mit IT-Neubauer ganz easy. Jetzt einen Apple kaufen, alten Rechner abgeben und 100 Euro Abwrackprämie kassieren. IT-Neubauer. Für Geschäfts- und Privatkunden der Apple-Experte im Allgäu. We keep IT simple. Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Reisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen.
Von A wie Alpha bis Z wie Zonda, vom Kleinwagen bis zum Rennauto, von Hubraum, Leistung und Geschwindigkeit. Wer kennt es nicht? Das gute alte Autoquartett. Ein Kartenspiel, das nicht nur bei kleinen Jungs beliebt und sowieso nie aus der Mode gekommen ist. Bis heute werden immer wieder neue Auflagen des Klassikers auf den Markt gebracht, zum Beispiel auch im Oberallgäu. Mit dem Heumat-Quartett will der Förderverein Mundart Allgäu 28 Oberallgäuer Städte und Gemeinden auf unterhaltsame Weise den Spielern näher bringen. Nicht nur für Kinder eine lustige Idee. Anzahl der Vereine ca. 80. 34. Schon nach diesen paar Worten ist vielen klar, worum es geht. Die Kinder der Grundschule Rettenberg spielen Quartett. Und nicht irgendeins, sondern das neue Heumatquartett des Fördervereins Mundart Allgäu. Ich glaube, Quartett ist, sage jetzt mal, zu meiner Kinder- und Jugendzeit schon spannend gewesen. Und auch heute mehr denn je, neben sämtlichen Computer- oder Playstation-Spielen, sind Kinder auch wieder bereit, gerne bereit, Quartett zum Spielen. Ob das jetzt ein Autoquartett ist oder Feuerwehrfahrzeuge oder Traktoren. Da haben wir gesagt, lass uns doch einmal ein Heumat-Quartett machen, weil wir vom Förderverein sagen, Dialekt, Heumat, das gehört zusammen. Deshalb wurde das Kartenspiel heute auch in der Grundschule Rettenberg offiziell vorgestellt. Denn der Dialekt spielt hier noch eine wichtige Rolle. Griesna Gott, alle miteinander heut, alle miteinander heut, alle miteinander. Ab sofort soll das Quartett aber allen Grundschulen im Oberallgäu kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer Punkt, weshalb die Präsentation in Rettenberg stattfand, war er. Herbert Zöttler aus Rettenberg hat das Heumatquartett finanziell unterstützt. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit dem Verein Mundart zusammen. Wir haben zum Beispiel mal diese Gedichtle ausgeschrieben. Die Versle, sagen wir, diese Allgäuer Heimatversle haben die auf unsere Bierdeckel gemacht. Und wo das Anliegen dann vortragen worden ist von Herrn Gehring, dass er diese Idee hat mit diesem Heimatquartett, haben wir das spontan unterstützt. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Geschichte wird. Das glauben auch die Oberallgäuer Vertreter des Bayerischen Gemeindetages und des Landkreises, die allesamt zu den Unterstützern des Spiels zählen. Dank ihrer Hilfe war es möglich, mit den 28 Städten und Gemeinden des Oberallgäus zusammenzuarbeiten, um so das Wissen über die Region zu vertiefen. Doch es soll nicht nur beim Oberallgäu bleiben. Wir vom Förderverein machen das ja ehrenamtlich und alles, was reinkommt, geht ja wieder in den Fördervereinstopf sozusagen. Unterstützt wurde das von der Brauerei Zöttler hier aus Rettenberg. Und wenn man wieder einen Sponsor und Partner findet, dann ist es durchaus denkbar, das natürlich in anderen Landkreisen im Allgäu zu machen. Und wir haben ja auf jeden Fall das Allgäu-Logo mit drauf auf diesen Karten, weil wir nicht sagen, das Oberallgäu ist natürlich ein Stück des gesamten Allgäus. Einwohnerzahl, Fläche oder Anzahl der Vereine. Wer jeweils am meisten hat, gewinnt nicht nur das Spiel, sondern auch jede Menge Einblicke über die Städte und Gemeinden im Oberallgäu. Es sind bedenkliche Zahlen. Etwa 250.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall. In der Statistik der 10 häufigsten Todesursachen steht der Schlaganfall auf Platz 6. Wir reden morgen drüber, über Warnzeichen, Symptome und richtiges Verhalten mit einem Spezialisten aus dem Klinikum Kempten. Und außerdem ein Thema der Mittwochsausgabe. Die Regierung sucht dringend Unterkünfte für Asylbewerber. Wir gehen das Problem mal am Beispiel Unterallgäu an und fragen nach, wo der Schuh drückt und welche Voraussetzungen eine entsprechende Immobilie haben muss. Ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns am Mittwoch zur gewohnten Zeit wieder. Allgäu Strom und Klima. Allgäu Strom, die heimatstarke Energie.